Hey und herzlich willkommen im Rosie Cottage. Ich bin die Yvonne von Rosie Garn und dies ist eine Dauerwerbesendung. Wir stellen unsere eigenen Produkte vor und zeigen Dinge, die aus diesen hergestellt wurden. Deswegen möchte ich euch jetzt gleich einmal mein Shirt zeigen. Das hat die liebe Ludmila, auf Instagram auch gut bekannt als modische Maschenmila, für mich gestrickt aus unserer Suri Cloud, ein wahnsinns weiches, tolles Teil, super bequem in Pink Panther und Swimmingpool, wobei ihr genauso gut Aqua nehmen könnt. Zwei Stränge in der Hauptfarbe und ein kleiner Rest für den Kontrast, sofern man diesen möchte, waren ausreichend für meine Größe. Ich würde mal sagen so XL. In etwa, na, dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Die liebe Ludmila hat einen Shop auf Etsy, den ich euch in der Infobox verlinke. Ist eine ganz liebe und Support ist kein Mord. Sie hat wunderschöne Arbeit geleistet und deswegen, ich liebe dieses Teil, möchte ich euch das gerne zeigen. Also, was möchte ich euch heute zeigen? Ich möchte euch heute zum Update morgen ein paar Sachen erzählen. Ein paar Sachen zeigen. Morgen ist unser großes Herbst-Update. Also Rosie Garn wird demnächst 2 Jahre alt und wir hatten noch nie ein so großes Update wie dieses Mal. Wir haben neue Qualitäten, wir haben neue Farben und ich freue mich riesig, euch jetzt da das ein oder andere zeigen zu können. Wo fange ich an? Also, ich fange mal an mit den Sonderqualitäten. Sonderqualität Nummer 1 und aber auf einer eurer Lieblingsfärbungen schlechthin, nämlich auf der Seashells, ist die Cozy High Twist. Ja, wollte ich mal testen. Ich bin auch auf euer Feedback gespannt, was ihr sagt. Vom Färben her, vom Wickeln her ist sie ein Traum. Sie ist genauso zusammengesetzt wie unsere Cozy, nur dass sie High Twist ist und anstatt vierfach 2 Fäden schön eng verzwirnt sind. Na? So, wird beim Shop-Update morgen für euch dabei sein. Die habe ich für euch auch in Blush gefärbt. Blush ist ähnlich wie unser Apple Blossom, nur dass da ganz oder teilweise ganz leichtes Hellrosa den Untergrund durchzieht, ja. Die Apple Blossom ist ja komplett nur Speckles und hier werden vorher Teile in ganz Hellrosa eingefärbt. Ja? Um unsere wunderschöne Blush zu erhalten. Also, was ich sagen kann auf der High Twist, die Speckles, die kommen mega. Also, die kommen wirklich. Die leuchten richtig, noch mehr wie auf der Cozy. Auf der Cozy leuchtet ja eigentlich auch alles so richtig, aber Speckles sind auf der High Twist nochmal gigantischer. Also gebt mir doch mal ein Feedback, was euch eigentlich lieber ist, was ihr gern verarbeitet, für was ihr vor allen Dingen High Twist, wenn ihr es gerne verarbeiten mögt, würde mich wirklich interessieren. So, was ich euch gleich als nächstes zeigen möchte, ist ein Sockset, das es geben wird beim Update. Und zwar wieder Seashells, ja, mit 2 passenden Minis. Na? Das wird es morgen beim Update für euch geben. Ja, könnt ihr das hoffentlich gut erkennen? So, okay. Was habe ich noch für euch? Bommel. Bommel, es bommelt. Ja, wir haben 2 tolle Lieferanten für Bommel gefunden. Preislich, zum Teil relativ unterschiedlich. Wir wollten das einfach mal probieren und ich zeige euch jetzt hier einfach mal ein irre tolles Set. Das ist unsere Kashmir DK
Und das hier ist eine, leider muss ich sagen, Sonderfarbe, eine Rosy Funny Mustard Seeds. Man kann es gar nicht richtig erkennen, wie die Farbe wirklich ist. Sie ist ein bisschen goldener, bräunlicher als man. Ah, jetzt kommt sie. Jetzt wird es besser. Die habe ich mir aus verschiedenen Säurefarben zusammengefärbt. Und als ich den Hauptfarbbestandteil nachbestellen wollte, habe ich festgestellt, gibt es nicht mehr. War eine Sonderfarbe von Dharma. Gibt es nicht mehr. So, also ich bin jetzt auf der Suche nach einer Alternative für diese Grundfarbe. Und sobald ich die gefunden habe, wird es dann die richtige Mustard Seeds geben. Solange gibt es diese Farbe als Rosy Funny Mustard Seeds. Ein gigantischer Senfton mit, wie gesagt, haben wir auch ein passendes Bummelchen. Eine neue Farbe im Shop, Curly Dog. Wisst ihr, was Curly Dog ist? Kennt jeder von euch, garantiert. Und zwar, wie bin ich auf den Namen gekommen? Schon ganz immer fasziniert mich im Herbst die Rostfarbe dieser Samenstände, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Unkraut. Es ist dieser Sauerampfer, den jeder kennt, den nicht mal die Kühe, die Schafe, die Pferde fressen, weil er zu viel Oxalsäure enthält. Bleibt auf jeder Wiese immer stehen, an jedem Wegrand wachsen die, aber wenn die trocknen, haben die so einen traumhaften Rostton. Und deswegen war für mich klar, wenn ich mir ein Rost färbe, wird es Curly Dog sein. Das ist der englische Name, ne? Und auch hierfür haben wir wunderschöne passende Bommel. Auch das ist unsere Kashmir DK. So, was habe ich für euch? Eine weitere Sonderqualität. Und zwar Pure Organic. Pure Organic hier auf Silver. Auf Silver. In Silver. Also Silver auf Pure Organic. Pure Organic ist tatsächlich Bio, Gotts zertifizierte Bio. Wolle aus Südamerika, non-superwash und tatsächlich weich. Weich, wunderschön, einfach mal zum Probieren. Wird es jetzt beim Update, ich habe nicht geschafft mehr zu färben, kommt schon wieder, in Silber geben und in Bulk. Ja? Ah, so kommt die Farbe am schönsten. So kann man sie am besten erkennen. Ein wunderschönes Grau, Silber, bräunlich mit Bronze, rostigen, goldenen, braunen, ganz vielen verschiedenen Akzenten. Ja, diese beiden Farben wird es im Update geben. Non-Superwash, Bio, Merino Wash. Bio-Merino-Wolle. Ich hab's heute aber auch, ne? So, nochmal eine Qualität, wobei ich noch nicht weiß, ob sie Sonderqualität bleibt oder ob sie es vielleicht tatsächlich dauerhaft in den Shop schaffen wird. Pure Junkie. Für wunderschöne Mützchen oder auch Pullis, Cardigans. Na, was ihr alles so daraus stricken mögt. Im Update dabei für euch mit der Seashells und mit der Joy of Life. Unser Joy of Life habe ich passende Bommelchen. Also ich bin ja der Meinung, wenn schon, denn schon. Ne? Also wenn man schon aus der Joy of Life eine Mütze macht und ich kriege eine. Die liebe Patricia strickt mir ihren Noble Head aus der Joy of Life, aber nicht aus der Junkie, sondern auf der Kashmir, aus der Kashmir DK. Na? So, einfach mal ein paar verschiedene Bommelchen dazu und meine Mütze.
wird definitiv solch einen bunten, herrlichen Bommel bekommen. Ich zeige euch hier noch einen passenden zur Seashells. Super. Na? Also es gibt ganz tolle Anleitungen für Junkie, für dicke Garne. Da ist mit Sicherheit für jeden, für jede etwas dabei. So, Joy of Life wird es ganz viel auf verschiedenen Qualitäten beim Shop-Update geben. Auf der Cozy, hier auf der Cozy DK, auch als Mütze zum Beispiel, ne? Oder als Jäckchen, Pulli, was auch immer ihr draus stricken mögt. Oder häkeln. Oder häkeln natürlich. Ja, eine Sonderfarbe habe ich für euch auf der Pure Singles morgen dabei. Und zwar Resteverwertung. Bei mir ganz groß, eigentlich ja bei den meisten Kolleginnen und Kolleginnen, ein ganz großes Thema, Resteverwertung. Ne? Nichts wird einfach entsorgt, die Farbreste werden nochmal verwendet. In diesem Fall waren das tatsächlich von meinen Speckle-Utensilien, Sieblöffelchen und so weiter, Tellerchen, was ich so benutze, habe ich abgespült in ein Behältnis und habe daraus diese, da gibt es 4 Stränge davon, morgen im Shop-Update auf der Pure Single für euch dabei. Knaller. Knaller. So, Galaxy Guard. Eine neue Färbung morgen auf der Cozy beim Shop-Update für euch dabei. Möchtet ihr wissen, warum sie Galaxy Guard heißt? Es gibt ja immer ganz nette Geschichten, mal mehr, mal weniger, zu den Namensentstehungen. Kennt ihr Guardians of the Galaxy? Naja, ganz so wollte ich es nicht nennen, aber das haben meine Männer gemeint, als sie diese Färbung gesehen hatten und mir kein Name einfallen wollte. Das sind genau die Farben von dem Plakat. Ja, ich muss tatsächlich sagen, haben sie recht. Haben sie recht. Deswegen einfach Galaxy Guard. So, hier mit All the Lilacs in Kombination passt auch hervorragend zu unserer Amber. Und genauso gut passt auch unsere neue Curly Dog dazu. Na, wie kriege ich das jetzt am besten? So. Na, gezeigt. Wunderbar. Zeige ich es euch nochmal so. Das wäre sie mit Curly Dog. Dann habe ich noch eine neue Farbe für euch. Eine neue Färbung. Spruce. Wird es morgen auf der Cozy beim Update geben. Und ein Rosy Funny. Etwas ähnlich, aber deutlich bräunlicher. Ja, mehr ins bräunliche, beige. Das ist allerdings ein Rosy Funny, eine nicht wiederholbare Farbe. Qualität. Qualität ist die Cozy. Dragonfly. Im anderen Video zu der Jack hatte ich sie schon erwähnt. Die neue Färbung. Petrol. Verschiedene Petrol-Aquatöne, Blautöne, herrlich, herrlich jetzt zum Herbst und hier mit der Curly Dog. Ein zweifarbiges Tuch oder ein Colorwork-Sweater, wo Hauptfarbe Curly Dog oder sogar so rum und die Kontrastfarbe in der jeweils anderen Farbe, mega. Kann ich mir super, super gut vorstellen. Ja, ihr Lieben, was ich euch noch ganz schnell zeigen möchte, jetzt seht ihr noch mal meinen süßen, mein süßes Shirt von der lieben Ludmila ist der Dustland Shawl von Steven West, gestrickt aus unserer Kashmir DK
in Ember. In eure Farbe, morgen beim Update dabei, ein Traumteil. Ein Traumteil. Ich mag gerne solche Tücher. Anstatt, also lieber als Dreieckstücher, weil ich bedingt durch die große Oberweite sonst immer viel zu viel Material vorne in der Jacke habe. Ein irre tolles, weiches, schönes Tuch. Wahnsinn. Wenn ihr Lieben euch den Dustland stricken möchtet und im Shop nicht mehr genügend DK-Wolle findet, egal ob jetzt auf der Cozy oder auch auf der Kaschmir, schreibt mich gerne an. Färbe ich euch gern. Überhaupt gar kein Problem. Färbe ich euch als Auftragsfärbung, geht im September, Anfang Oktober auch relativ zügig. Die nächsten 2-3 Wochen, da sind wir sogar noch im September. Ne? Also überhaupt gar kein Problem. Schreibt mich einfach an, was ihr gerne möchtet. Alles, was wiederholbare Farben sind, kann ich euch gerne färben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch morgen ganz viel Spaß beim Update. Und ich schicke euch ein ganz, ganz, ganz liebes Grüßle. Tschüss, eure Yvonne.